Schuhe da fertig machen. Ja, genau. Brenn, du scheiß Stück. Geh doch mal weg da. Geh doch mal jetzt weg da. Ach du Scheiße. Ich muss hier raus. Hier ist ein Magma Cube, schon wieder. Ich weiß nicht, soll ich die Kiste mitnehmen? Boah, wieso nicht? Komm mit. Alter Vater. Das ist geil. Das ist Minecraft. Kisten finden und die Musik passt gerade richtig dazu. Das muss man echt sagen. Musik passt. Jetzt muss ich hier irgendwie ein bisschen mehr finden und schon die ganze Zeit immer dieselben Wege zu gehen. Hier habe ich mich gerade schon einmal. Ich sollte mich einfach in der Lava da vorbei bauen, damit ich nicht die ganze Zeit immer denselben Weg gehe. So, Lava. Hier die Lava mache ich mal zu, weil ich da mal reinfliegen sollte. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Und erwartet mich da ein Skelett. Unten. Und eine Blaze. Ich kann man auch Lohe genannt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich hab sie getötet, glaube ich. Ja, die ist weg. Geil. Erstmal hier rüber. Ich hab voll daneben geschossen gerade, fällt mir so ein. Da ist ein richtig fetter Magma Cube. Ich möchte hier nicht reinfallen. Können wir auch noch Damage machen? Zwischen Leck. Hi, hi. Boah, geil, was geben wir die denn für Stuff? Das ist der Hammer. Leute, ich hab mir Damage gegeben. Was ein Assi. Komm her. Was hab ich jetzt gesammelt? Magma Cream. Geil. Ich hab nicht gedacht, dass man die auch verdarken kann. Oh Gott, da sind Lohn, würde ich sagen. Da ist auch noch ein Wizard Skelett. Würde ich mich jetzt nicht gerne mit denen anlegen. Obwohl, wir können ja von der Entfernung hier eigentlich das Logo da ausschalten. Wenn ich gut ziele. Das war zu weit hoch. Das war auch zu weit hoch. Das war auch zu weit hoch. Das war voll getroffen. So, erstmal hier so Anlaufschwierigkeiten. Die weiß mich nicht, wo wir stehen. Das ist gut. So. Hallo, Wizard Skelett. Ich hoffe, du greifst mich jetzt an. Leute, ist das runtergesprungen? WTF? Das ist gerade runtergesprungen. Cheater. Das mag mich nicht. Aber so weit von nicht. Ich hoffe, die Lohen sind da weg. Ja, die sind da weg, aber ich glaube, die sind in ein der zwei Gänge da verschwunden. Ich gehe rechts. Ich gehe links. Hier ist nix. Da ist sie. Klatsch euch. Aua. Weil du klatscht mich, geht auch. Ich sollte das mal mit dem Bogen ein bisschen öfter machen. Oh lol. Komm, jawohl. Erstmal Bitch Slap hier, ey. Das Geile ist ja sowieso, dass wir die verschlossenen Pfeile wieder aufsammeln können. Das ist zum Beispiel geil. Jetzt frage ich mich nur, wo ist jetzt, wo können wir uns jetzt hier die Dingens holen, die Netherwarzen. Die müsste ja eigentlich hier sein irgendwo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keine ist.
Ich hab jetzt hier Angst, in die Lava zu fallen. Alter, ich hab gezuckt. Oh mein Gott. Ja, nee, Holz können wir da nicht rein. Obwohl, können wir doch. Boah, geil, gut gelöst hier, ey. Natürlich ist hier nix. Wir brauchen die verdammten Dinger, ey. So, hier schon mal die Lava ausgeschaltet, aber hier nicht. So, was wir hier schon mal machen können, ist das hier. Okay, wir können den ganzen Mist hier mitnehmen, ey. Wenn hier keine Netherwurzeln sind, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich werde ja gleich... Ja, nee. Mal gucken. Ich muss ja ohne... Ich mache das hier mal safe. Das bei mir safe bedeutet, ist das hier. Oh Gott. Alter, ist knapp. Kannst du, geh weg, Lava. Okay, danke. Hier war ich gerade im Aus schon einmal. Dann haben wir jetzt einfach mal hier in die Richtung. Da geht's runter. Da habe ich, glaube ich, runter gegraben. Hier habe ich die Dinger besiegt. Hier war ich noch gar nicht. Hier geht's hoch, by the way. Hier ist auch wieder ein Spawner. Das kann doch nicht sein. Also, was wir schon mal machen können, wäre zum Beispiel das hier mitnehmen. So ist dann, ist das by the way. So ist dann, da ist man langsam drauf und. Ich weiß nicht, haben wir hier eine Schaufel bei? Nein, aber nicht. Nehmen wir einfach den Stick hier, verkloppen hat damit, das geht auch. Sollte klar sein. Oh, wir haben gleich die Stunde geschnackt. Das bedeutet, ich glaube, ich werde ein bisschen länger aufnehmen. Ich kann nicht versprechen, wie lange, aber. Ein bisschen. Erstmal so ein bisschen Zollzeit mit, das sollte erstmal gleich reichen. Oha, oha, oha. Und go, go. Können wir erstmal hier rausgehen, nachdem ich hier ein paar Nitabix mitgenommen habe? Boah. Ne, Quatsch, will ich erstmal nicht mitnehmen. Mal zieh die Reihe erstmal kaputt. Ich glaube, das sollte reichen. Meine Hand ist so total schwitzig von den ganzen Aufnahmesessionen. Ich glaube, das war. Eine der erfolgreichsten. Natürlich hätte ich gern ein paar Diamanten mehr, aber das kann ich jetzt gerade erstmal keinem recht machen. Okay, ich muss erstmal hier wieder rauskommen. Das wird auch meine Aufgabe. Wie viel Zaun haben wir denn? 26? Am besten nehme ich nur ein. Ach, ich habe ja Holz bei. Klar! Kann ich mir keine. Doch, kann ich mir. Geil! Ich kann mir noch eine Steinspitzhacke machen, falls mir die Eisen kaputt geht, damit ich noch ein bisschen mehr Brick habe. Weil ich ja so geiles Ziel bin und erstmal alles mitnehmen will. Da ist noch ein Gas, da ist glaube ich gerade was despawned, deswegen ist doch gerade keine Lohe mehr, weil hier habe ich schon gesehen. Da hinten wieder bei den Pilzen war. Ich glaube, hier kommen wir sogar raus mit Meteor. Kommt drauf an, ich weiß gerade nicht, ob das wirklich so ist. Erstmal will ich mindestens 2 Stacks davon mitnehmen oder 3 oder. Ja, doch, 3. 3 sollten okay sein. Da stelle ich mir wahrscheinlich am Netherportal, also da, wo es nach Hause geht, mit. Ja, stelle ich dann noch eine Workbench hin, damit ich eventuell noch was craften kann, vorher noch, bevor ich hingehe. Muss man wahrscheinlich noch eine andere Festung suchen. Suchen müssen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier noch was kriegen werde. Ich bin hier überall rumgelaufen. Jetzt zeige ich euch gerade, wie viel ich habe. 460, ja, noch einmal. Komm, eine ganze Spitzhacke noch kaputt machen und dann haben wir genug wahrscheinlich. Lohn haben wir nochmal 2 mitgenommen. Also diese Mondstäbe. Ja, Lohnrouten. Technischer Fortschritt, das ist jetzt irgendwie kein Fortschritt, aber egal. Weil ich hätte ja schon vorher eine Eisenspitzhacke. Ihr seid echt clever, Mann. So clever wie meine Mutter beim Backen. Nein, Spaß. Man macht keine Mutterwitze. Obwohl sie teilweise sogar lustig sind. Ist ja. Das
bringt manchmal echt einen zum Schmunzeln, aber lass da bloß keine Mutter hören. Das ist keine gute Idee. Und jetzt habe ich schon... ich bin so depp. Jetzt habe ich vergessen, die Minecraft-Folge von heute online zu stellen. Ah, dann machen wir das halt eben um 19 Uhr, das passt schon. Bis dahin sollte ich fertig sein. Was ist das denn hier, Omega? Ein Pikmin-Zombie ist das. Wenn wir den schlagen, kriegen wir Goldnuggets. Wir würden töten, theoretisch. Aber ich glaube, das machen wir lieber nicht, denn dann greift uns die ganze Herde an. Aber nur ab einem bestimmten Radius, glaube ich. Also ein bestimmter Umfang. Weite, keine Ahnung. Hier ging's hier sogar hoch? Jo, hier ging's sogar hoch. Cool. Was brauche ich denn jetzt? Nitamek bräuchte ich nicht mehr. Ich brauche die Warzen, Mann. Dann gehen wir einfach zurück und machen den nächsten Gang weg. Am besten erstmal hier anfangen. Zack, 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 zack. Echt nur ein paar Stufen mit, glaube ich. Da muss ich mich nicht machen oder so. Keine Ahnung. Ich mache einfach, glaube ich, ein flaches Dach oder so. Keine Ahnung. Da müsste ich doch theoretisch nachfragen. Wow, wow. Ja, okay, da gehe ich nicht mehr lang. Obwohl wir da, glaube ich, sogar weiterkommen würden. Ich muss doch irgendwo hochgehen oder runter oder was sind wir wohin? Das ist natürlich jetzt noch geil, wenn wir wieder so eine Bewegung begegnen mit einem Wizard-Skelett. Natürlich habe ich jetzt kein Essen mehr. Ja, doch, 5 Brot habe ich noch. Das Geile ist, ich habe noch nichts mehr gesehen, als ich im Kampf gegen den war. Und ja. Hier nicht mal über den Brick mit. Der Brick, der ist mir eigentlich auch wichtig. So, wir gucken mal eben kurz. Ach, ist gerade Halbzeit, habe ich gesehen. 35 FPS ist besser als in der letzten versuchten Aufnahme. Da hatte ich nur ungefähr 10. Das war scheiße. Auf gut Deutsch. Oder wenn ich etwas abgebaut habe, dann ging halt gar nichts mehr. Und jetzt geht wieder alles. Liegt da wahrscheinlich daran, dass ich die PC dann nur ein bisschen ruhen lassen habe. Ein paar Tage. Und dass ich gerade 5 Folgen aufnehme miteinander, ist schon beachtlich. Oder 6 oder 7. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird. Eigentlich hatte ich ja vorher gehabt, um 15 vor zu Ende zu machen, und das habe ich gerade nicht gemacht. Deswegen mache ich ein paar Minuten länger. Wahrscheinlich so 15 Stunden oder so. Mal gucken. Ich hoffe, wir passiert auch kein Fail. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch ein oder zwei Wilder-Skelette und töte die dann sogar noch. Mal gucken, was ist denn hier hinter? Immer noch Brick. Dann nehme ich noch den Brick hier mit. Mach die Stufe um 1 kleiner. Nein, ich setze die Dinger da nicht mehr hin. Und ja, mir ist Kastebitz so wirklich am sympathischsten. So, unsere Spitzhacke ist kaputt gegangen. Genau bei dem Stick voll. Versuch. Was ich jetzt mache. Keine Ahnung, ich setze ihn jetzt. Ah, egal. Da ist es auch schon gut. Jetzt haben wir 4 Stacks Netherziegel. Das sollte eigentlich reichen. Für mein Bauprojekt, was ich eigentlich vorhabe. So, jetzt muss ich eigentlich nur den Ausgang finden, wenn ich den finden würde. Zeige ich gerade nach. Hier war Lava. Das muss das hier gewesen sein irgendwo. Ne, hier geht's hoch. Na dann. Wo war das denn? Wo kam ich hier raus? Wurde ich hier gerade von Gas angeschossen? Das war irgendwo da in einem anderen Gang, ne? Kann sein. Auf jeden Fall echt heute voll warm. Ja, da kann ich schlecht lang gehen, da muss ich den da fertig machen. Ja, genau. Brenn, du scheiß Stück.
Geh doch mal weg da. Geh doch mal jetzt weg da. Ach du Scheiße. Ich muss hier raus. Gott. Ich muss jetzt hier sofort raus. Ich würde eigentlich da noch weiter suchen. Oh, hier ist der Gast. Jetzt sind mir die Pfeile ausgegangen. Scheiße. Ich glaube, wir Das war jetzt gerade eine Notreaktion, Alter. Ich hätte jetzt richtig Schiss. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Oh Gott. Hab mich nicht gesehen. Ich lock das Wizard Skill hier. Oh, das sind sogar zwei. Ich werde das nicht überleben. Komm schon. Schon. Überlebt das. Boah, wie knapp das schon wieder war. Erstmal hier runter. Halleluja. Wie knapp ich diese Scheiße auch immer überlebe. Erstmal hier weg, Alter. Richtig schnell weg jetzt hier. Ich habe keine Pfeile mehr. Wie sind die Pfeile ausgegangen? Hoffentlich greifen die mich jetzt nicht an. Ja, die greifen mich nicht an. Ich liebe euch. Ja, tut mir leid, ich habe euch gerade angegriffen aus Frust. Das tut mir leid. Mich jetzt so einmal irgendwie. Wenn mir jetzt so einmal irgendwas passiert, dann bin ich echt am Arsch. Ich hoffe es nicht, denn ich habe gerade Menge Stuff dabei. Mit Menge Stuff heißt Menge Stuff und das ist auch guter Stuff. Teilweise guter. So, ich müsste da hoch. Wir sind die Pfeile langsam ausgegangen, das habe ich irgendwann nicht mehr realisiert. Das fällt mir beim nächsten Mal nicht so auf, weil ich beim nächsten Mal ein paar mehr Pfeile habe. Hab ich gerade so beschossen. Ich habe einen dicken, hässlichen Schluck auf, ja. Sorry dafür. Und das Portal ist hier. Geilo! Ich bin schon wieder back in business und so. Leider haben wir keinen Kopf mitnehmen können. Natürlich können wir hier keinen E machen, das ist schade. Also Inventory gehen. Und natürlich sind wir schon wieder hier, wenn es nachts ist. Meine Fresse. Schade, dass die Köpfe sehr selten droppen so. Wahrscheinlich so eine 60, so eine 70, nee, so eine 80-20-prozentige Chance oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, 5-prozentige Chance. Wir haben eine eiserne Pferderüstung. So geil. So, Magma Cream, Gasträne. Passt doch. Wir sind bestens ausgerüstet, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Kloster mitgenommen. Ich fühle es alles safe. Ja, das Haus sieht jetzt wirklich nicht so schön aus, aber das ist mir egal. Soll nur so aussehen, wie es mir gefällt. Gasgrenier hier reinpacken, das hier reinpacken. Magma Cream ist auch da. Gold Nugget gehört eigentlich auch dazu, obwohl man die sich mit Goldbarren machen kann. Ach ja, hier kann ich ja neue Workbenchen stellen. Stelle ich wahrscheinlich hier hin, dann mache ich wahrscheinlich noch eine Workbench, denn muss ja so stylisch aussehen. Zack. So, dann setzen wir hier mal ein paar Fackeln drin. Ich möchte keine Glowstones drin haben, die möchte ich eher auf der Straße haben. Außerdem soll ja erstmal nichts spawnen. So, Level 40. Was mache ich mit Level 40? Gucken gehen, ob ich noch was machen kann. Haben wir denn hier Leder drin? Naja, aber nicht. Das ist ein bisschen traurig, dass ich so wenig Leder habe. Ich bin gerade Weizen holen. Ja, könnte ich. Außerdem ist hier fast erst gewachsen. Na, guck mal, jetzt zwei Weizen. Ich habe heute mein Ziel für diese Folge erreicht. Ich finde es so toll. Aber ich mache jetzt so ein bisschen weiter. Denn ich brauche Leder. Mein Eisenschwert ist gleich kaputt. Das ist gleich Matsche. So, pass auf. Komm mal her, ihr und du. So, und ich durchdrehen. Ich glaube natürlich nichts, was ich ein bisschen schade finde. Ja, euch darf ich scheren gehen, ich weiß das.
Ist jetzt erstmal in erster Hinsicht schade, aber habe ich gerade Seeds dabei? Nein, habe ich nicht. Ich werde die Welt wahrscheinlich gleich mal ab Folge 40 updaten, bedeutet ich muss die gleich nochmal zum Download öffentlich stellen. Ich werde die updaten. Bedeutet, ihr habt wieder so eine schöne Chance. Eventuell drei Lieder, drei Bücher, ein Bücherregal. Ja, könnten wir machen gerade. Ja, perfekt. Ich sollte aber ein bisschen mehr Papier mitnehmen, weil das reicht, glaube ich, nicht. Das ist das erste Buch, das zweite Buch und genau das dritte ist auch noch da. Passt. Drei Leder, wir brauchen mehr Kühe, habe ich das Gefühl. Egal. Nehmen wir uns jetzt erstmal hier den ersten Bücherregal. Das erste Bücherregal, was auch immer. Das ist wichtig fürs Verzaubern, denn ich möchte gern bald schon mal irgendwas Geiles verzaubern auf Level 30. So, hat das was gebracht? Level 5, Level 7, Level 3, Level 5, Level 8. Ja, wir können schon bis Level 8 verzaubern, das passt schon. Da haben wir nichts drin, aber hier haben wir was drin. Schusssicher, Schärfe 1 und Flame und Feuerschutz. Feuerschutz ist geil. Welche Dia-Russi machen würde, würde ich darauf wahrscheinlich versuchen, das zu machen. So, was können wir denn machen? Gerade eben. Ich glaube nix. Ja, doch, die Pferderüstung, die lasse ich mal hier. Wir haben noch Seelenstein. Ne, Seelensand heißt das. Warum ist hier eigentlich die Tür noch offen? Was soll die Scheiße? Ich habe hier nichts zu essen bei, aber kein Ding für King. Ich war wahrscheinlich gerade geklaut oder so, irgendwo hergepult. So, das Haus werde ich wahrscheinlich erst in der nächsten Folge fertig machen oder eventuell noch diese, ich weiß es noch gar nicht. Hier haben wir noch was zu essen drin. Feuerzeug habe ich hier drin. Ich werde wahrscheinlich nicht offline die Stadt hier ein bisschen weiter upgraden, zum Beispiel da, wo die Fackeln sind. Werde ich eventuell close und hinsetzen. Wartet mal. Weißt du, was ich jetzt machen könnte? Nee, kann ich gerade nicht. Scheiße. Scheiße. Egal. Ich glaube, ich gleich schon aufs Rendern. Oh, Spaß, ich finde das Intro so geil. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Idee, dass ich das Intro separat nochmal hochlade? Und jetzt habe ich mir ein Template genommen, was ich in Camtasia eingefügt habe und dann meinen Namen einfach noch reingeschrieben. Das sollte für die meisten einfach verständlich sein. Ich mache dazu keine Tutorials, denn ich finde sowas nicht so toll. Ja, ich bin erstmal fertig für diese nette kleine, ja, oder was heißt nette kleine, große Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es gefallen. Ich mache hier nochmal was Glückliches für euch. Jawohl. Kein Ding hier. Hier mal was Glückliches für euch. Ich muss langsam mal den Turm nach vorne, den ihr noch teilweise bis im Hintergrund sieht, wartet. So, jetzt seht ihr den noch ein bisschen mehr. Den muss ich mal fertigstellen, damit ich da in der Stadt mal in der nächsten Folge die Glowstone-Lampen aufstellen. Da muss ich da hinten mal den Monster-Spawner mal fertig bauen. Dann die Verbindung vom Monster-Spawner hier hin und die Verbindung von hier hin zur Stadt da hinten muss ich fertigstellen. Das Nähthaus muss ich fertig bauen. Das Haus da muss ich fertig bauen. Dann muss ich noch den Fußballplatz da muss ich fertig bauen, den ich vorhab da. Dann brauche ich noch ein bisschen Leder, damit ich meine Bücherregale bauen kann, um ein bisschen mehr zu verzaubern, weil Level 40 müsste ich langsam mal irgendwie wegkriegen. Und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Eventuell noch Mauern um die Stadt herum und dann bin ich erstmal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge oder zur nächsten Aufnahmesession von Minecraft. Bis dann. Und tschö.